Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viele Dinge aus der Science-Fiction Wirklichkeit geworden sind? Ein Kommunikator aus der Serie Star Trek ist zum Beispiel einem Klapphandy sehr ähnlich. Diese Telefone kamen im Jahr 1989 auf den Markt und der Kommunikator erschien 23 Jahre früher. Der Mechanismus, der im Star Trek Replikator verwendet wird, ist dem modernen 3D-Drucker sehr ähnlich. Allerdings druckt er Objekte um ein Vielfaches schneller. More advanced to water. Cold. Was wird das nächste große Ding sein? Ein Antrieb für interstellare Reisen? Ganz genau. Ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Dr. Jim Woodward versucht, einen Impulsantrieb aus der Star Trek-Serie nachzubauen. Er wird es uns ermöglichen, Raumfahrzeuge auf interstellare Geschwindigkeiten zu beschleunigen, um innerhalb eines Menschenlebens zu nahen Sternensystemen zu reisen. In diesem Video erfährst du, wie kann eine Zahnbürste bei der Raumfahrt helfen? Wie viele Stunden braucht man, um zum Jupiter zu gelangen? Ist es wirklich möglich, einen Warp-Antrieb zu bauen, mit dem man schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reisen kann? Und können wir uns so schnell durch den Weltraum bewegen wie in der Star Trek-Serie? Das Star Trek-Franchise ist eine Geschichte über die Weltraumabenteuer der Besatzung des Raumschiffs Enterprise. In den verschiedenen Staffeln gab es unterschiedliche Charaktere. Aber du weißt bestimmt, wer der Vulkanier Spock, Captain Kirk und Captain Picard sind. Sie erforschen Galaxien, entdecken neue Welten und Zivilisationen und verteidigen die Vereinigte Föderation der Planeten. Aber ihre Weltraumabenteuer wären ohne einen Impulsantrieb unmöglich. Im Star Trek-Universum werden Impulsantriebe verwendet, um innerhalb eines Sternensystems zu reisen. Mit ihrer Hilfe können Raumschiffe Geschwindigkeiten von bis zu 25% der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Impulsantriebe auf den Raumschiffen der Enterprise werden verwendet, um für einen kurzen Zeitraum einen hohen Schub zu erzeugen. In Star Trek wurde dieses Triebwerk erstmals für Weltraummissionen im 21. Jahrhundert eingesetzt. Und heute entwickelt ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Jim Woodward ein solches Triebwerk. Und nein, nicht in der Serie, sondern in unserer Realität. Was sagst du dazu, Mr. Spock? Fascinating. Wie von den Wissenschaftlern geplant, soll der Impulsantrieb das Raumschiff erheblich beschleunigen. Das würde es ermöglichen, die interstellare Reisezeit auf ein Menschenleben zu verkürzen. Ein Mega-Antrieb, Woodwards Impulstriebwerk, wird es Raumfahrzeugen ermöglichen, auf Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, genau wie in der Serie. Woodward arbeitet seit über 30 Jahren an dem Antrieb und hat etwa $200.000 seines eigenen Geldes in das Projekt gesteckt. Erst 2017 wurde die NASA auf sein Projekt aufmerksam. Most illogical. Gib der NASA nicht vorschnell die Schuld, Mr. Spock. In unserer Realität ist es nicht so einfach, wenn es um Impulsantriebe geht. Lass uns herausfinden, wie sie funktionieren. In Star Trek wird der Impulsantrieb mit Strom aus einem Deuterium-Kernreaktor betrieben und dem Wasserstoffisotop, das zum Bau einer Wasserstoffbombe verwendet wird. Der Reaktor treibt große Elektromagnete an, die das Plasma erhitzen. Dann lenken Magnetfelder den Plasmastrom und stoßen ihn aus der Düse aus, wodurch sich das Raumschiff in Bewegung setzt. Das Impulstriebwerk ist so stark, dass es mit einer Energie von fast 98.000 Megatonnen explodieren kann. Die Besatzung der Enterprise fand es heraus, als sie versuchte, die Weltuntergangsmaschine zu beseitigen, die das gesamte Sternensystem zerstört hat. Captain Kirk brachte die Überreste des Raumschiffs Constellation in die Maschine und zerstörte sie, indem er den Impulsantrieb zur Explosion brachte. Zum Vergleich: Wenn sich die Weltuntergangsmaschine der Erde nähern würde, müssten wir 1670 Einheiten von der mächtigsten Bombe der Welt, der Zarenbombe, ins All schicken. Nein, Mr. Spock, das ist nicht faszinierend. Wir haben nicht die Ressourcen, um so viele Zarenbomben herzustellen. Es ist gut, dass du und Captain Kirk die Weltuntergangsmaschine zerstört habt und wir uns darüber keine Sorgen machen müssen. Aber zurück zu den Impulstriebwerken. Woodwards Gerät basiert ebenfalls auf Elektrizität, die aus einem Atomreaktor stammt. Aber das Funktionsprinzip ist völlig anders. Der wesentliche Teil der Arbeit des Mega-Antriebs wird von einem Stapel piezoelektrischer Kristalle übernommen.
Die gleichen Kristalle findest du übrigens auch in deiner elektrischen Zahnbürste. Wenn eine bestimmte elektrische Frequenz angelegt wird, dehnen sich die Kristalle aus und ziehen sich zusammen. Das wiederum versetzt das Gerät in Schwingungen. Der Mega-Antrieb vibriert hauptsächlich in eine Richtung, wodurch er beschleunigt wird. Aber das reicht nicht aus, um das Gerät zu bewegen. Wenn sich die Kristalle nur ausdehnen und zusammenziehen, bleibt die Maschine genau dort, wo sie ist. Aber wenn der Kristall während der Schwingung seine Masse ändert, dann kann er sich durch den Raum bewegen. Das ist das Prinzip, auf dem der Mega-Antrieb basiert. Aber wie kann ein Kristall seine Masse in einem Vakuum verändern? Der Ingenieur der Enterprise aus Star Trek, Mr. Scott, würde sagen: I can't change the laws of physics. Aber Dr. Woodward aus unserem Universum ist da anderer Meinung. Wie widersetzt sich der Mega-Antrieb den Gesetzen der Physik? Woodwards Impulstriebwerk basiert auf dem sogenannten Marschschen Prinzip. Der Grundgedanke dieses Prinzips ist, dass alle Materie im Universum alle physischen Körper auf der Erde beeinflusst. Lass mich das erklären. Stell dir vor, du stellst einen schweren Gegenstand auf ein Sprungbrett aus Gummi. Auf der Oberfläche erscheint eine Vertiefung, in deren Mitte dein Gegenstand liegt. Wenn du nun eine Kugel auf dem Sprungbrett rollen lässt, wird sie immer wieder um den schweren Gegenstand in der Mitte kreisen. Sagt dir das was? Und jetzt? Ebenso umkreisen Planeten Sterne, die ihre Masse weit übersteigen. Doch damit eine solche Vertiefung auf dem Sprungbrett erscheint, muss es zunächst gespannt werden. Dr. Jim Woodward und sein Team glauben, dass es die Materie im Universum ist, die die Spannung des Raum-Zeit-Gefüges beeinflusst. Das Sprungbrett ist mit potenzieller Energie aufgeladen und ebenso ist die Raumzeit mit dem Gravitationspotenzial des Universums aufgeladen. Das Impulstriebwerk kann diese Potenziale nutzen, um die Masse der Kristalle zu verändern und das Gerät in Bewegung zu setzen. Ich weiß, was du sagen willst, Mr. Spock. Fascinating. Das Problem ist jedoch, dass das Marschsche Prinzip bisher nicht experimentell bestätigt wurde. Es gibt nicht einmal eine Gleichung, die es beschreibt. Deshalb sind die Wissenschaftler in zwei Lager gespalten. Die einen halten die erfolgreiche Entwicklung des Mega-Antriebs für unmöglich. Andere halten sich an das Prinzip von Captain Picard aus Star Trek. Things are only impossible until they're not. Vor nicht allzu langer Zeit haben Jim Woodward und sein Partner Dr. Hal Fearn einen Durchbruch erzielt. Ihr Prototyp eines Impulstriebwerks konnte eine Schubkraft von 100 Mikronewton erzeugen. Würde das ausreichen, um ein Raumschiff um ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen? Nicht wirklich. Diese Kraft ist etwa dreimal geringer als die, die du aufbringst, um die Kerze auf deinem Geburtstagskuchen auszupusten. Aber vorher drosselt der Mega-Antrieb die Schubkraft von einem auf 5 Mikronewton. Das ist also ein echter Durchbruch für die Wissenschaftler. Please, Spock, do me a favor and don't say it's fascinating. No. But it is interesting. Und die NASA stimmt Spock zu. Auch sie fand diese Daten interessant und gab eine unabhängige Studie in Auftrag, um das Vorhandensein von Schub zu bestätigen. Ein Mitglied der Kommission, Michael McDonald, ein Raumfahrtingenieur, schätzt die Erfolgswahrscheinlichkeiten von 1 zu 10 bis 1 zu 10 Millionen. Wenn es den Forschern gelingt, die Ergebnisse von Woodward zu wiederholen, wäre der nächste Schritt die... Out there. Das stimmt, Captain Kirk. Weltraumtests. Vielleicht werden interstellare Reisen bald Realität. Aber der Impulsantrieb ist nicht der einzige Antrieb, der für Raumschiffe im Star Trek-Universum verwendet wird. Was ist mit dem Warp-Antrieb? Was sagst du dazu, Captain? Maximum Warp. Punch it. In Star Trek wird er für intergalaktische Reisen und Langstreckenflüge verwendet. Der Warp-Antrieb kann schneller als die Lichtgeschwindigkeit reisen. Das Raumschiff Enterprise reiste mit einer Geschwindigkeit von Warp 0,5 in weniger als 2 Stunden von der Erde zum Jupiter. Das ist etwa ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit des Raumschiffs Enterprise D beträgt Warp 9,8. Das sind etwa 9000 Lichtjahre. Wie ist das möglich? Der Warp-Antrieb beschleunigt nicht das Raumschiff, sondern er verformt den Raum um es herum. Der Raum wird vor dem Raumschiff komprimiert und hinter ihm ausgedehnt. Dadurch kannst du dich mit unmöglichen Geschwindigkeiten bewegen. In Star Trek verwenden die Warp-Systeme der Vereinigten Föderation der Planeten
Annihilationsreaktoren für Materie und Antimaterie. Bei dieser Reaktion entsteht das sogenannte Elektroplasma. Es wird zu Plasmainjektoren umgeleitet, die ein Warpfeld erzeugen. Ist ein solcher Antrieb in unserem Universum möglich? Tatsächlich hat noch niemand bewiesen, dass es unmöglich ist. Was, Eddie? Höre ich deinen Hauch von Sarkasmus, Mr. Spock? Überleg doch mal. Wenn sich unser Universum aufgrund der dunklen Energie ständig ausdehnt, warum können wir sie dann nicht nutzen, um einen Warp-Antrieb zu entwickeln? Alles, was wir brauchen, ist eine Gruppe von leicht verrückten Wissenschaftlern, vorzugsweise Star Trek-Fans. Live long and prosper. Ein NASA-Zuschuss und ein paar hundert Jahre Arbeit. Aber bevor die Idee des Warp-Antriebs in der wissenschaftlichen Gemeinschaft bekannt gemacht wird, wollen wir sehen, wie weit wir mit Woodwards Mega-Antrieb ins All reisen können. Wenn wir den Impulsantrieb verwenden, kann das Raumschiff nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Also müssen wir einen Stern wählen, der näher an der Erde liegt. Die erste Option ist Alpha Centauri. Das ist unser nächstgelegenes Sternensystem, in dem unser nächstgelegener Exoplanet Proxima b in der bewohnbaren Zone kreist. Nehmen wir an, der Megaantrieb könnte ein Raumschiff auf ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Dann würde unser Flug nach Alpha Centauri 17,5 Jahre dauern. Bist du sicher, dass du nicht nach Alpha Centauri fliegen willst? Wir können zu dem hellsten Stern nach der Sonne, Sirius, fliegen. Die Reise dauert etwas mehr als 34 Jahre. Und wenn du Leben auf anderen Planeten finden willst, dann können wir zu dem Stern Ross 128b fliegen. Dort gibt es einen Planeten mit den günstigen Bedingungen für die Entstehung von Leben. 44,5 Jahre. Und wir sind schon da. Schreibe in die Kommentare, zu welchem Stern du am liebsten reisen würdest. Lebe lang und in Frieden. Wir sehen uns im nächsten Video.